ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Heute auf den Tag genau vor 75 Jahren, am 9. September 1948, stand hier an dieser Stelle der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter und sprach zu einem Publikum, das in die Zehntausende ging. Die Berliner hatten sich versammelt, weil sie nicht wollten, dass ihre Stadt dem Kommunismus anheimfällt. Nach dem Verlust der Ostgebiete und nachdem der östliche Teil Deutschlands auch besetzt war, stand nun das Schicksal Berlins auf des Messers Schneide. Ernst Reuter appellierte an die Völker der Welt, wohlgemerkt an die Völker der Welt, nicht an die Bevölkerung der Welt, Berlin nicht im Stich zu lassen. Wir wollen heute an diesen Tag erinnern und ich lese euch einen kleinen Abschnitt vor aus seiner berühmten Rede. Wenn wir darum heute in dieser Stunde in die Welt rufen, so tun wir es, weil wir wissen, dass die Kraft unseres Volkes der Boden ist, auf dem wir groß geworden sind und größer und stärker werden, bis die Macht der Finsternis zerbrochen und zerschlagen sein wird. Und diesen Tag werden wir an dieser Stelle vor unserem alten Reichstag mit seiner stolzen Inschrift dem deutschen Volke erleben und werden ihn feiern mit dem stolzen Bewusstsein, dass wir ihn in Kümmernissen und Nöten, in Mühsal und Elend, aber mit standhafter Ausdauer herbeigeführt haben. Soweit die Worte des Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter, SPD übrigens. Ich glaube, jedermann wird schnell erfassen, dass er mit einer solchen Rede, würde er sie heute halten, schon im Visier des Verfassungsschutzes stünde. So wie heute Teile der AfD-Leiter. Das zeigt schon, dass in unserem Land inzwischen einiges schiefläuft. Es ist wieder an der Zeit, sich auf die Wurzeln zu besinnen, an die Geschichte zurückzudenken. Das, was die Väter erkämpft haben, die Freiheit, das Grundgesetz, Einheit und Einigkeit, stehen wieder auf dem Spiel. Die AfD ist angetreten, genau das zu verteidigen und den Spruch dem deutschen Volke auch heute noch mit Leben und Inhalt zu füllen.